Willkommen zum nächsten Kursteil zum Thema Webseitenoptimierung und hier geht es jetzt um das Thema Split-Tests. Wie können wir dies mit Google Analytics durchführen? Das Ganze ist relativ einfach, wenn man einmal weiß, was man machen muss und wir gehen das jetzt Schritt für Schritt einmal durch. Wer noch nicht weiß, was ein Split-Test ist, geht bitte auf designers-in.de und hier findet ihr die Serie Webseitenoptimierung und hier geht es dann um Google Analytics, um Heatmaps und natürlich dann auch um die Split-Tests. Manche nennen es auch AB-Test oder Testing, wie auch immer ihr das nennen wollt. Es geht darum, verschiedene Elemente gegeneinander auszutesten und hier hilft uns unter anderem das kostenlose Tool Google Analytics. Was brauchen wir für unseren Test? Wir brauchen zunächst einmal die Hauptseite, das ist die Referenzseite, die als Vergleichsseite für unsere Varianten gelten soll. In diesem Fall habe ich hier meine Galerie, hier oben ein Video mit einem aktiven Button. Darunter kommt dann die Galerie und unten drunter dann mein Call to Action, dass man das kaufen kann, ein paar Testimonials und dann noch ein Hinweis zu den einzelnen Designs. Und diese Variante, diesen Aufbau möchte ich jetzt einmal testen gegen die Variante B. Die sieht dann so aus. Ich habe hier oben gleich eine Beschreibung. Das Video bubbelt jetzt nicht, sondern ist hier als Mouse-Over gelöst, etwas dezenter. Dann kommt gleich die Einleitung und dann kommen wieder meine einzelnen Designvorlagen und unten drunter der Call to Action nochmal als Wiederholung. Also das sind die beiden Varianten. Ihr braucht also zwei Seiten mindestens, die ihr gegeneinander testen könnt. Und in diesem Fall möchte ich nun noch eine dritte Seite haben. Ich möchte nämlich ein Ziel erreichen. Ich möchte, dass die Leute so interessiert sind, dass sie am Ende eines dieser Designs auch kaufen. Und dazu sollen sie auf meiner Kassenseite landen, mein Checkout. Das sind also drei Seiten, die ich in diesem Fall habe. Nochmal, es gibt die Referenzseite, nennen wir dies Variante A. Dann gibt es unsere Seite, die wir damit testen wollen. Das ist Variante B. Und da möchten wir ein Ziel erreichen, in diesem Fall die Kassenseite. Wenn ihr ein Opt-in testet, also Newsletter, irgendwas zum Download anbietet und testen möchtet, was besser funktioniert, dann habt ihr zum Beispiel die Danke-Seite als letzte Zielseite. Gut, nachdem wir drei Seiten haben, die wir gegeneinander testen möchten, brauchen wir Google Analytics. Wer noch kein Konto hat, geht zu Google Analytics. Dann seht ihr hier oben Konto erstellen, folgt den Anweisungen und erstellt euer kostenloses Analytics-Konto. Sobald ihr bei Google Analytics eingeloggt seid, geht ihr zur Verwaltung und findet dann unter Property den Punkt Tracking Code. Da klicken wir mal drauf und dann bekommt ihr hier so ein Kauderwelsch. Das kopiert ihr und bei eurer Website fügt ihr das dann einfach in den Kopfbereich ein. Nutzt ihr von Designers in ein Theme, dann habt ihr als Basis-Theme das Divi. Da geht ihr zu Theme-Optionen, Integration und könnt dann in den Head-Bereich den Code einfügen. Nutzt ihr ein anderes Theme, könnt ihr auch direkt unter Design, Editor, die Datei header.php aufrufen und dann fängt ihr irgendwann in diesen kleiner Größerzeichen der Bereich Head an und irgendwo mit einem Slash davor hört der Bereich wieder auf. Hier. Und direkt davor kopiert ihr dann euren Code rein. Damit sind wir dann auch schon startklar für unseren Test und wir können jetzt in Google Analytics unseren A-B-Split-Test festlegen. Unsere Kampagne legen wir an unter Verhalten und dann sehen wir hier den Punkt Tests. Und hier können wir einen Test erstellen. Dem geben wir jetzt einen beliebigen Namen, zum Beispiel Landing Page Galerie. Als nächstes geben wir ein Testziel an und das ist das Ziel, was wir mit unserem Test erreichen wollen. In meinem Beispiel war das jetzt, dass die Kassenseite erreicht wird. Das ist mein konkretes Ziel und dazu sage ich neues Ziel erstellen.
Und hier gibt es nun verschiedene Vorlagen, die wir nehmen können. Wir können sagen, wurde ein Kaufabschluss, wurde ein Konto erstellt. Wir können aber auch einfach sagen, Benutzer definiert und weiter. Und hier geben wir jetzt einen Namen an. Das ist, unser Ziel ist Kassenseite erreicht. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Und unser Typ ist in diesem Fall ein Ziel. Und dieses Ziel geben wir im nächsten Schritt an. Das ist hier dann die URL, die wir eingeben müssen. Da kopiere ich jetzt hier von meiner Kassenseite. So, ist gleich Checkout. Ein Tipp noch an dieser Stelle, ihr könnt auch sagen, beginnt mit. Und der Vorteil ist, bei dieser Variante ist, dass wenn hier hinter noch irgendwelche Parameter kommen von einer Tracking-Software, dann wird das Ergebnis trotzdem als Ziel erreicht, auch entsprechend gewertet. Gut, alles Weitere können wir lassen, wie es ist und sagen Speichern. Damit ist unser Zielvorhaben fertig. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Test. Da Verhalten, Test. Hier sehen wir unseren Test, den wir schon angelegt haben. Da klicken wir jetzt drauf. Als Testziel haben wir jetzt ein Ziel festgelegt. Das können wir jetzt auswählen. Und wir hatten dies Kassenseite erreicht genannt. Das wählen wir jetzt aus. Das ist unser Ziel. Unter erweiterten Optionen können wir noch sagen, der Traffic gleichmäßig über alle Varianten verteilt ausgeben. Das heißt, es wird A, B immer abwechselnd geschaltet. Das sagen wir an. Nächster Schritt. Und hier geben wir jetzt unsere Referenzseite an. Das ist die Originalseite. Das war meine erste Seite mit diesem Bubble-Video. Kopieren. Kopiere ich die URL. Füge die hier ein. So, nennen wir Original. Und meine zweite Seite. Das war die Seite mit mehr Text. Das ist meine Variante 1. Kommt hier rein. Könnt ihr das umbenennen, Variante 1, mehr Text. Auf diese Weise könnt ihr jetzt mehrere Seiten auch gegeneinander austesten. Ich belasse es jetzt bei meinen zwei Seiten und gehe weiter zum nächsten Schritt. Und hier müssen wir jetzt einen Testcode zu guter Letzt noch in unsere Seite einfügen. Hier drauf drücke, bekommen wir so einen Schnickschnack. Und Google Analytics habt ihr bereits ja eingerichtet. Das läuft. Alles, was wir jetzt noch machen müssen, ist dieses Schnipselchen in unsere Originalseite einfügen. Denn immer wenn die Originalseite aufgerufen wird, wird dann dieses Schnipselchen mit aufgerufen und dieses Schnipselchen verteilt dann den Traffic quer über unsere verschiedenen Varianten. Also dieses Schnipselchen muss einmal in unsere Originalseite integriert werden. Und dazu gehen wir hier einmal in diese Seite rein, bei dem Divi, den Designers in Themes, ist das extrem einfach. Wir fügen einfach ein Modul hinzu, nehmen das Modul Code, fügen da unseren Code rein, können das noch benennen, speichern. Und aktualisieren. Wenn ihr ein anderes Theme benutzt, könnt ihr unter Plugins installieren. Guckt ihr nach Insert Code. Und da gibt es hier dieses Plugin Insert Code in Header and Footer. Das installiert ihr und dann könnt ihr da auch und dann könnt ihr dort ebenfalls Code hinzufügen. So, zurück zu unserem Test. Nächster Schritt. Dann kommt der Hinweis, der Test wird gestartet. Ich kann zu meiner Übersichtsseite gehen und hier sehe ich, der Test wird ausgeführt und ab sofort kann ich meine Ergebnisse tracken. Und hier kann ich dann mir den Testverlauf anschauen und hier kann ich später dann in dem Graph genau erkennen, welche Variante für mich die erfolgreichste ist. Okay, in diesem Sinne, viel Spaß mit eurem ersten Split-Test.